Anschlag in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg wurde im Jahr 1980 von Rechtsradikalen begangen. Durch die Bombenexplosion auf dem Oktoberfest in München wurden 12 Menschen getötet und 213 teils schwer verletzt. Obwohl schon damals Verstrickungen zu rechten Netzwerken, Wehrsportgruppen und Geheimdiensten offensichtlich waren, wurde für die Tat am Ende nur ein Einzeltäter verantwortlich gemacht, Gundolf Köhler, der praktischerweise bei dem Anschlag selbst starb. Seitdem wurden in Deutschland über 200 Menschen durch rechte Gewalt getötet, zum Beispiel bei den Brandanschlägen in Solingen und Mölln. Und es gab allein in den Jahren 2015 bis 2017 über 4000 Angriffe auf Geflüchtetenunterkünfte. Beim sogenannten Amoklauf von München 2016 tötete der Rechtsradikale David Sonnenbodi 9 Menschen und verletzte 5 weitere durch Schüsse. Alle Opfer hatten Migrationshintergrund oder waren Sinti. Die Waffe hatte er von einem ebenfalls rechtsradikalen Waffenhändler bekommen, in dessen Umfeld auch verdeckte Ermittler aktiv waren. Auch in Essen und Bottrop versuchte an Silvester ein Rassist, Menschen, die er für Ausländer hielt, bei einer Amokfahrt zu töten und verletzte einige schwer. Von rechtem Terror will man aber nur beim NSU sprechen, der über ein Jahrzehnt ungestört 10 Morde, 43 Mordversuche, 3 Sprengstoffanschläge und 15 Raubüberfälle begehen konnte, bis er sich schließlich im Jahre 2011 selbst enttarnte. Auch hier blieb nach skandalösen Ermittlungen am Ende nur noch eine Haupttäterin übrig, Beate Zschäpe. Nachdem man jahrelang unter der rassistischen Bezeichnung Dönermorde im migrantischen Milieu herumgestochert hatte und die Familien der Mordopfer schikanierte und demütigte, kam der NSU erst ans Licht, als man nach einem Banküberfall die Tatwaffe der 10 Morde im Besitz von Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe fand. Im Rahmen dieses Polizeieinsatzes sollen sich die beiden Uwes dann auf ungeklärte Weise selbst getötet haben. In einem Prozess, der von weiteren toten Zeugen, Aktenvernichtung, Lügen und Vertuschung geprägt war, wurde die Legende vom NSU-Trio gestrickt. Dieses soll isoliert und unbemerkt im Untergrund aktiv gewesen sein, obwohl sich die Mitglieder aus dem bestens vernetzten Thüringer Heimatschutz rekrutierten, der mit Geldern und Personal vom Verfassungsschutz aufgebaut worden war. Und obwohl sich sogar nachweislich ein Mitarbeiter des hessischen Verfassungsschutzes während des Mordes an Halid Yozgat am Tatort in Essen Internet Café in Kassel befand. Bravo! Bravo! Dieser Verfassungsschützer Andreas Temme kam in der Untersuchung mit der Aussage durch, er hätte von dem Mord nichts bemerkt. Alle entsprechenden Akten wurden vom Verfassungsschutz entweder vernichtet oder für 120 Jahre gesperrt. Andreas Temme wurde nach dem Skandal in das Regierungspräsidium in Kassel versetzt. Ausgerechnet dessen Regierungspräsident Walter Lübcke wurde zuletzt in NSU-Manier durch einen Kopfschuss hingerichtet, nachdem er jahrelang wegen flüchtlingsfreundlicher Äußerungen bedroht wurde. Hessen ist außerdem das Bundesland, aus dessen Polizeiapparat heraus Morddrohungen, unterschrieben vom NSU 2.0, eine Anwältin von NSU-Opferfamilien verschickt werden. Der mutmaßliche Lübcke-Mörder Stefan Ernst wurde in Untersuchungshaft zwischenzeitlich in eine psychiatrische Abteilung verlegt. Wahrscheinlich war auch er ein psychisch gestörter Einzeltäter. Er hatte allerdings beste Kontakte zu Combat 18, der Kampfgruppe Adolf Hitler, und zur dementsprechenden Dortmunder Nazi- und NSU-Unterstützerszene, wo er 2009 an einem Überfall auf die 1. Mai DGB-Demo teilnahm. Ist Dortmund die Stadt, in der zwischen 2000 und 2007 5 Menschen durch Neonazis ermordet wurden, vielleicht so etwas wie ein Vorbild für die Stähler Jungs? Auch hier rekrutieren sich Schlüsselfiguren der Szene aus dem rechtsradikalen Hooligan-Milieu und versuchen durch Einschüchterungen und Angriffe auf politisch Andersdenkende Teile der Stadt für sich zu reklamieren. Die Verbindung zu Mafia-Strukturen der Bandidos, der Zugang zu Schusswaffen, ein Mob von armseligen Männern, die sich beweisen wollen, eine wohlwollende Beobachtung durch die Behörden und eine eingeschüchterte Zivilgesellschaft sind der Nährboden, in dem rechter Terror entsteht. Wer weiß, wann ein psychisch gestörter Einzeltäter hier aus der Nachbarschaft durchdreht. Hass,
Hass- und Vernichtungsfantasien werden regelmäßig im Netz geäußert. Die Ausspähung politischer Gegner, Einschüchterungen, Hausbesuche und Sachbeschädigungen und auch Schusswaffengebrauch hat es auch hier in Steele schon gegeben. Wenn in der Watz steht, der Verfassungsschutz habe die Steeler Jungs jetzt auf dem Schirm, kann einem nur Angst und Bange werden. Der Verfassungsschutz, dessen Ex-Chef Maaßen, der eigentlich den NSU-Skandal aufarbeiten sollte, sich gerade zum rechten Twitter-Troll entwickelt, gehört abgeschafft. Auf diesen Staat ist im Kampf gegen den Faschismus kein Verlass. Wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen und müssen einen konsequenten und zivilgesellschaftlichen Antifaschismus aufbauen. Auf allen Ebenen und mit allen Mitteln. Alle zusammen gegen den Faschismus.